Lehrerinnen und Lehrer sind von allen Berufsgruppen häufiger von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen betroffen. Das beweist eine Studie. Auf dem 11. Gesundheitstag am 18. Oktober im Technologiezentrum Warnemünde zeigten Experten den Lehrkräften Methoden, wie sie sich selber besser schützen können. Organisiert wurde die Fachtagung von der Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern und dem Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungsministeriums des Landes. Die Lehrerinnen und Lehrer sind uns wichtig. Sie haben eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und dann müssen sie selbst fit sein, um diese wahrnehmen zu können. Und diese Veranstaltung soll Anregungen geben, soll Erfahrungsaustausch geben, wie man mit den psychischen Belastungen, die dort im Arbeitsalltag verbunden sind, besser umgehen kann, wie man da einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit mit sich selbst und auch anderen gegenüber widmen kann. Es gibt verschiedene Maßnahmen, einmal auch für diejenigen, die noch gesund sind und es bleiben wollen, also auch für diejenigen, die gesundheitliche Einbußen erlitten hatten, und die unterstützen wir im Bereich der Wiedereingliederung. Während der Fachvorträge übten die Teilnehmer mit den Experten Entspannungsmethoden. Diese sollen die Anfälligkeit der Lehrkräfte für psychische Erkrankungen senken. Alle 2 Jahre findet der Schulgesundheitstag statt. Die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern bietet weitere fachspezifische Seminare zum Thema Gesundheit für Lehrkräfte. Alle Infos unter www.unfallkasse-mv.de.